So, wir starten wieder mit einer neuen Session im Hundereich. Wir haben jetzt hier eine Nebenquest. Könnten wir... Oh, da unten auch. Könnten wir erstmal einen Angriff nehmen, würde ich sagen. Achso, wir müssen ja wieder wechseln. Hallo Krieger, wollt ihr mir helfen, nach einem fantastischen Schatz zu suchen? Vielen Dank für die Hilfe, ihr könnt mich Biltan Drake, den Schatzjäger, nennen. Habe einen Hauch von etwas Altem und Magischem erschnüffelt und das bedeutet meist ein Schatz. Wenn ihr dies für mich überprüfen könntet, wäre es fortartig. Sehr schön. Halt mal, Warnung, ich bin zerbrechlich. Ja, Junge, ich bin wirklich der Schädel auf dem Boden. Hast du Schatz gesagt? Ich hätte eine Schatzkiste, aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie ist. Aber ich bin recht sicher, dass ich mich erinnern werde, wenn ich meinen ganzen Körper zurück habe. Wenn wir schon davon sprechen. Ich spüre, dass ein Teil in der Nähe ist. Nimm mich vorsichtig hoch und folge der Spur. Du hebst den Schädel auf. So, das war ja easy peasy. Du hebst Knochenarme auf. Ich spüre keine weiteren Teile. Hundekacke. Gibt es einen Platz, an dem ich mich ausruhen und etwas nachdenken kann? Kennst du einen Platz? Dann mal voran, junge Freunde. Entsprechender Schädel, sagst du? Mit einer verlorenen Schatzkiste? Sehr interessant. Er kann hier bleiben. Kein Problem. Danke, dass du das für mich prüfst. Hier. Du kannst kommen und uns wieder ausschnüffeln. So, jetzt will ich natürlich noch ein schnelles Level up. Sehr gut. Noch ein Gegner. Hat. Lauf doch nicht weg. So.
So, da können wir dann nämlich gleich die nächste Nebenquest noch einen Angriff nehmen. Gute Neuigkeiten, der Schädel hat einen Hinweis, der Schatz wartet. So, ich werde es einfach Herrn Totenkopf hier erklären lassen. Er erinnert sich an so einiges. Ich bin Vistora und der Zauberspruch hat meinen Körper geteilt. Der Rest davon ist im nahen Grab. Nehmt mich hoch und los geht's, Jungs. Du hebst den Schädel auf. Oh, oh, ich habe mich gerade erinnert. Ich war mit einer Katze befreundet, einer Katze namens Maud. Wir haben die Schatzkiste zusammen gefunden. Ich frage mich, wie es ihm jetzt geht. Gehen wir rein. Hm, meine nicht vorhandenen Schnurrhaare kribbeln. Dort drüben, Jungs. Oh! Hier eigentlich schon? Achso, hier geht's gar nicht runter. Oh. Das ist nicht gut. Achso. Muss ich hier was machen, oder was? Ach, meinst du, dass ich wieder den Schutzschild gemacht? Noch ein Treffer. Oh, wusstest du es? Das Öffnen der Schatzkiste hat besondere Geschenke in die Welt entlassen. Als Matt und ich die Kiste zuerst geöffnet haben, erhielten wir als Geschenk richtige Sprechen. Hunde cool, es ist mir körperbar, aber nicht fellfreundlich. Ich denke, es ist sicher, die Arme und die du vorhin gesammelt hast, anzutupfen. Anzufoten. Gott, oh Gott. Du befestigst die Arme. Ui, ich habe mich gerade an etwas Schlimmes erinnert. Also, Maud hat die Kiste allein geöffnet und die Katzen wurden mit Magie beschenkt. Als Sache habe ich sie geöffnet und die Hunde erhielten als Geschenk die Kenntnis der Wissenschaft. Dann hatten wir einen Schritt, weil wir gierig auf das waren, was noch in der Kiste war. War. Gott, oh Gott. Hm, machen wir weiter. Bitte setz dich nett und befestigt meinen Kopf an meinen Körper. Oh je, ich habe mich gerade an etwas noch Trauriges erinnert. Maud ist tot. Er wurde von einer anderen Katze ermordet, die auf sein Wissen neidisch war. Wahrscheinlich von ihm hier, wa? Und warum bin ich nicht überrascht? Bitte, Phil, gib mir. Puh, ich habe meinen Knochen unter Kontrolle. Ich treffe euch Jungs draußen. Es ist hart, mich daran zu erinnern, dass ich einen Freund aus G verloren habe. Nimm das hier. Ich muss all diese neuen Informationen verarbeiten. Findet mich hier wieder. Oh, geht noch weiter. Level 35.
Ich habe mich gerade daran erinnert, was mit der Schatztruhe passiert ist. Holen wir sie uns. Gut, gut. Richtig, also habe ich mich endlich erinnert, dass ich die Kiste dort vergraben habe. Sie sollte immer noch einen letzten Schatz enthalten. Es wird Zeit, dass wir sie öffnen. Das ist, Jungs, öffnet sie. Du öffnest die Schatzkiste. Was im Wurfsnamen ist passiert? Bände Hundekuchen, jetzt erinnere ich mich. Die Kiste ist leer, sie wurde verwendet, um Apet wegzusperren. Ich bin es, Apet, Mörder von Maud. Ich bin endlich frei. Aha. Du hast mich verflucht und hast versucht, den letzten Schatz in der Kiste zu bekommen. Aber sie hat dich eingesaugt und weggesperrt. Miau, ich kam fast frei, als einige Kultanhänger mich gerufen haben. Die Freiheit war so nah. Jetzt werde ich sicher gehen, dass ich frei bleibe und dich vernichte. Ha, jetzt verdenkt, ihr könnt mich stoppen. Ihr könnt es versuchen. Hallo Julia, ihr habt ihn besiegt. Es tut mir leid, dass kein Schatz mehr in der Kiste ist. Ich habe den letzten Schatz hier freigesetzt, um Mauds Gedenken zu ehren. Hier haben wir uns zuerst kennengelernt. Möchtet ihr raten, was der letzte Schatz war? Nun, es war das Geschenk der Witzelei. Maud wäre begeistert gewesen. Du kannst die Kiste nehmen, sie sollte immer noch etwas wert sein. Und jetzt wird es Zeit, dass ich Maud folge. Ich danke euch und lebt wohl. Du hebst die Schatzkiste auf. Du sagst, dass diese Kiste uns Sprache, Magie und Wissenschaft geschenkt hat? Das ist unbezahlbar. Es ist der historische Beweis, dass Katzen und Hunde Freunde sein können. Nimm das hier. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns, dass wir wieder Frieden haben werden. Gott, oh Gott. Was ist heute los? So. Ich dachte, genau, die Ruinen hatten wir noch gar nicht gemacht. Dann werden wir hier auch noch die Wellen schnell platt machen. Ach du Gott, was ist das denn? So, mal gucken, was uns in der Kiste erwartet.
Und dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.